Willkommen zurück bei DGV, ich bin's euer Doomsday. Willkommen zur vierten Folge von Resident Evil Village. Ja, wir sind letztens hier stehen geblieben, als uns diese nette Dame uns hier zurückgetrieben hat. Und wir waren jetzt soweit, in den Hof zu gehen, da wir jetzt den Hofschlüssel haben. Und genau da werden wir jetzt weitermachen, würde ich sagen. So, hier war nichts weiter. Na dann, sieh dich in aller Ruhe um. Ja, Geld sieht im Moment auch schlecht aus. Flint erhöht die Feuerrate. Also ich brauche auf jeden Fall mal mehr Geld, ne? Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Kleine Gebühr. Gut. Au revoir. Dann gehen wir mal in den Hof. Der da war. Also rechts und geradeaus. Sogar hier oben lang, okay. Die Geister sind jetzt hier weiter rum, oder was? Das war falsch. Da hinten. So, schauen wir mal, was uns auf dem Hof erwartet. Ja, ich habe letztes Mal geguckt, was es für Trophäen gibt. Da habe ich auch gesehen, dass es Trophäen gibt für alle Fenster am Schloss kaputt machen. Aber ich denke mal, ich habe bestimmt schon einige verpasst, von daher. Naja. Geht hier hin? Oh, ich hier schon, ja. So, gehen wir auf in den Hof. Mal sehen, was uns dort erwartet. Hofschlüssel. Ja, der ist groß. Zwei Ausgänge. Schauen wir mal. Okay. Da brauche ich anscheinend wieder irgendwas. Jetzt habe ich noch nicht. Wahrscheinlich einen Schlüssel mit so einem Emblem. Lässt sich nicht öffnen. Da bleibt mir eigentlich nur ein Weg, aber irgendwo muss ja noch was liegen. Denn das Gebiet ist rot. Schauen wir mal. Hier was machen? Nein. Ah, was könnte denn hier liegen? Irgendwelche Schätze? Oh, da liegt was. Kraut. Ist noch mehr Kraut oder? Immer schön die Decke beobachten, ob irgendwas glitzert. Sieht aber hier nicht so aus. Okay, gucken wir nochmal hier oben rechts. Ah, hier. Das war's aber immer noch nicht. Irgendwas ist hier noch da. Ganz dunkel das Gebiet hier. Immer noch nicht alles. Ja, zum Not gucken wir halt später nochmal. Ich denke mal, man ist bestimmt noch eine Weile hier beschäftigt im Schloss. Ich hoffe es zumindest. Ob jetzt dort hier irgendwo was? Warte mal, bei Resident Evil 4 gab es auch einen Ding. Das ist ja nicht der Fall. Okay. Ah.
1000 Blei. Immer noch nicht. So auch immer. Hängt hier noch so ein Ding? Die Blätter sehen komisch aus. Hier rüberklettern kann ich auch nicht. Nee, dann sind wir hier wohl erst mal durch. Irgendwas übersehe ich. Warte mal, mit euch hier. Der geht nicht kaputt. Na gut. Dann gehen wir weiter. Geht ja nur der Weg. Dame des Hauses. Das ist eigentlich zu dunkel hier, ey. Ist ja voll nervig. Ivan, hast du nicht eine Taschenlampe oder so, die du mal anmachen könntest? Das wäre nett. Wo ist jetzt die Dame des Hauses hin? Das nicht gehört hat. Wait, warte mal. Ich hätte schon gern alles. Das auch kaputt machen? Ja. Hier ist noch irgendwas. Irgendwas ist hier. Da. Chemikalie. Ich denke mal, das wird mir auch bei ihr helfen, falls sie mich jagt, dass ihr... Was hast du mit meiner Tochter gemacht? Die schläft. Aber auf denselben Schlüssel anscheinend. Was sind das eigentlich? Lady Dimitrescu's Schlüssel. Karte des Schlosses Hauptgebäude. Ah. Ach, das war das, wo hier... Ja, okay. Okay. Badehaus und Terrasse. Hier gehen wir noch nicht rein. Die Türmunition nehme ich gerne mit. Wow, Ivan. Hätte ich einfach mal so vorgehen, auch da durchzugehen, oder was? Wahnsinn. Dann muss ich doch in den Raum. Okay, das Badehaus. Oh, jetzt kriege ich gerade so ein bisschen Blade-Flashbacks. Blade 2. Ist hier was drin? Nein. Muss ich da jetzt echt reinlaufen? Pfui. Na dann. Was ist jetzt hier? Ups. Badehausstatue. Achso, die Statue. Ja. Untersuchung. Denke mal, die sollen alle sie angucken, wa? Ey, nicht so weit.
Anzeiger, ich habe keine Ahnung. Haben wir denn eine Tafel? Die Frauen sind blind für die Avancen der Männer, während die Armen ihr Glück in die Hand nehmen und ihrem Herrn die Früchte ihrer Arbeit überreichen, sodass schon bald der Wein fließen möge. Nur diese zwei Möglichkeiten. Einladen. Oh Mann. Guck mal da. Ich kann nicht wissen, wie viel ich schon vorbeigelaufen bin. Einladend. Ach du Scheiße! Ja. Ich hoffe, das ist Wein und kein Blut. Aber ich vermute eher was weiteres. Jetzt kommen bestimmt diese Gestalten, ja. Ich will meine Schrotflintenmunition nicht verballern. Ich habe gerade so viel Pistolenmunition. Deswegen nehme ich mal Pistole. Kommst du jetzt hoch oder willst du mich erschrecken? Okay. Jetzt schon gleich ein Jumpscare. Weg. Nochmal Pistolenmunition. Okay, das kann ich so schießen. Das heißt, es kommt noch mehr. Sonst kommt keiner. Dass immer was fallen lassen, wenn sie sterben, da weiß man wenigstens, dass sie tot sind. Finde ich gut. Habe ich die gerade die Waffe aus dem Rand geschossen? Das ist ja cool. Gut zu wissen, dass das funktioniert. Doch irgendwas. Oder da in der Decke hier, wa? Schön richtig gucken. Weil noch ist für mich Geld Mangelware, also sollte ich wenn möglich schon alles mitnehmen.
tue ich jetzt hier aber nichts weiter. Tot? Vielleicht hier vorne noch in dem Gangstückchen. Mal gucken. Ihr seid hoffentlich alle tot. Irgendwas Schönes bewacht, wa? Warum liegen eigentlich so viele Schuhe rum? Decke hängt doch bestimmt auch irgendwo was. Könnte ich wetten. Das ist der richtige Weg hier. Ne, dann nochmal zurück. Hab ja links noch nicht geguckt. Hier geht's gar nicht weiter, okay. Ah. Immer noch nicht alles. Jetzt? Ja, gut. Nur vorher habe ich irgendwas über... Das ist noch eine Tür. Okay, da wir gerade eh geklärt haben, gehe ich noch kurz zurück. Sorry Leute, aber... Ich hätte schon gern alles. Hier, oh, hier. Ah, okay. Hat sich doch schon gelohnt. Oh, wo führt mich das jetzt hin? Was sind wir denn? Ach, hier? Wir haben uns erstmal den Duke getroffen da drüben. Wie viel Heilung habe ich noch? Zwei, ja. Können ja mal noch eine herstellen. Das würde ich gerne auch noch. Gut. Schrot ist immer wichtig. Jemand zu Hause? Die sind nun kaputt. Hier kann ich speichern. Oh, hier ist der Vorhang, den ich vorhin meinte, oder was? Oh Mann.
Speichern wir doch mal. So. Telefon. Mutter Miranda, ich muss euch leider mitteilen, dass Ethan Winters diesem Idioten Heisenberg entwischt ist. Weil er in meinem Schloss ist und meine Töchter sich an ihm die Zähne ausbeißen, wenn ich ihn finde. Nein, Mutter Miranda. Ja, natürlich, ich weiß, wie wichtig die Zeremonie ist. Verlasst euch auf mich. Zur Hölle mit der Zeremonie! Dieser Mann wird für seine Taten bezahlen! Ich glaube, da ist jemand sauer. Aber ganz ehrlich, wie konnte sie mich nicht sehen? Naja, egal. Hier war nichts weiter. Ja, doch, hier ist noch was. Was ist hier? Da. Ich denke da, dass an den Fassaden von dem Schloss noch ein bisschen mehr an Schätze hängt, aber scheinbar ist das nicht der Fall. Ich glaube, ich soll jetzt hier rein. Ja, komm mal. Ich werde sowieso schon einige verpasst haben, aber es macht Spaß. Mutter rief uns zu sich, um zu entscheiden, was mit dem Vater des Kindes geschehen soll. Noch so ein Familientreffen, als ob diese Missgeburten meine Geschwister wären. Allein bei dem Gedanken wird mir speiübel. Besonders Heisenberg, dieser Schwachkopf. Selbst die Schweine im Walde haben bessere Manieren. Wenn Mutter nicht dazwischen gegangen wäre, hätte ich ihn an Ort und Stelle zerstückelt. Warum nur? Warum behandelt sie mich wie die anderen? Sie gab mir dieses Schloss, hörige Töchter, ewiges Leben. Also muss ich doch etwas Besonderes für sie sein. Bin ich nicht besonders? Ich brauche einen Drink. Ja, okay. Oh. Rose, wo bist du? Was will die Familie eigentlich mit Rose? Von der anderen Seite verschlossen. Oh, hier ist noch irgendwas. Was ist hier noch? Ah, da. Ey, dem mit dessen Schlüssel. Komme ich nochmal zurück. Ah ne, ich bin ja jetzt hier in dem. Ah, okay. Jetzt können wir auf dem Hof die andere Tür benutzen. Oh shit. Da bist du. All das für ein Kind, das nicht einmal hier ist. Was wollen Sie von. Ah, du undankbare kleine Kröte! Erst kommst du in mein Haus? Dann vergreifst du, Widerling, dich an meinen Töchtern? Und jetzt versuchst du auch noch, mich zu bestehlen? Was fällt dir ein? Ruh dich gut aus, denn ich werde dich jagen und ich werde dich in Stücke reißen. Mach doch, du kannst mich mal. Okay. Ganz ehrlich, Ethan ist ein absoluter Superheld, ey. Bis der aushält, wo sind wir denn jetzt schon wieder? Untergeschoss 2. Bin ich hundertprozentig nicht alleine. Riecht nach einer ziemlich großen Gefahr hier.
Gott. Ziemlich großes Gebiet. Ich denke mal, die Leute mit den Waffen werden kommen. Ich denke, das waren die Bediensteten mal, kann das sein? Ist ruhig. Aber die Musik sagt schon, dass hier nichts Gutes lauert. Da geht's weiter. War schon alles okay. Ah. Ah, Scheiße! Als ob ich dich gehen ließe. Eher wirst du zerfleischt, als dass du dein Kind wieder siehst. Ich werde dir zeigen, was es heißt, die Dimitrescu zu beleidigen. Ha! Wenn die Krüger kommt. Wie keine Chance gegen die. Wo soll's denn hingehen? Geh weg. Wieder so uncool. Kleine Ratte. Bleib mir ja fern. Im Moment schon, aua. Ja. Ja, das finde ich jetzt ein bisschen lächerlich. Die Jacke ist wieder okay. Zusammen. Scheiß auf dieses Schloss. Aus dem Schloss entkommen. Komme ich jetzt aus dem Schloss raus? Ja, das wäre jetzt nicht so cool, weil hier gibt es noch einiges. Ich habe noch einige Räume, die rot. Also, na gut, da brauche ich einen Dietrich. Den habe ich leider nicht. Ich höre hier. Nein. Aber ganz ehrlich, ich gehe jetzt noch mit die Räume ab, die rot sind. Hier habe ich die Kugeln noch nicht. Jetzt die Frage, geht's denn da raus? Ah komm, wir gucken erstmal, was da ist.
durchsuche. Ach, sehr ruhig. Ich vermute aber auch mal, dass die eine Tochter noch hier in dem Schloss geistert, oder? Aber wir können trotzdem mal speichern. Ich bin froh, dich wohl aufzusehen. Wie stehen die Dinge? Keine Spur von Rose. Ich war wohl keine große Hilfe. Bitte verzeih. Nun, du wirst sie schon finden, sobald du dieses Schloss hinter dir lässt. Brauchst du irgendwas für deine weitere Reise? Ich habe mein Geschäft erweitert. Komm, sieh dich um. Okay, zeige mal. Suchst du nach etwas Bestimmtem? Oh, ich habe 8000. Magazinerweiterung. Klingt gut. Das heißt, wir verkaufen mal diese 3 Kristallschädel. Das heißt, ich gern einmal das. Was haben wir hier? Spezialität für die Flinte. Erhöht die Feuerrate. So viel habe ich nicht mehr. Was ist denn? Ja gut, das kann ich eh noch nicht. Also beziehungsweise habe ich die Waffe noch nicht dazu. Okay. What are you buying? Das hat ein alter Freund von mir immer gesagt. Das war jetzt eine Anspielung auf Resident Evil 4. 6000. Schaden wäre schon cool. Wow, nur um 10 Punkte, ey. Ja, hier sind es ein bisschen mehr. Bis nächstes Mal. 16 Kugeln im Magazin habe ich jetzt. Oh. Mal speichern. Und dann gucken wir uns mal hier um. Kann ich die hier irgendwo einsetzen? Oh, Tatsache. Die 4 Engelsmasken finden. Okay, eine habe ich. So, ja, den Dietrich, ich habe leider keinen. Ah! Oh, nee. Geh weg. Kann das sein, dass die jetzt irgendwie optional ist zu besiegen? Dass ich jetzt irgendwo in einen Raum locken muss, wo Fenster ist, um die zu besiegen? Kann das sein? Könnte ich mir gut vorstellen. Allerdings weiß ich jetzt nicht, wo ein Raum ist, wo die Fenster alle offen sind. Beziehungsweise die Scheiben kaputt sind. Was war hier eigentlich? Ach, das war der Fahrstuhl. Speisezimmer. Da ist auch noch irgendwas. Das ist eine gute Frage, gell? Ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht sogar optional ist. Aber wie gesagt, ich habe im Moment keine Ahnung, wo das Fenster ist, deswegen gehe ich so mal in den Speisezimmer. Da ist nämlich auch noch rot. Gut. Ich gehe in den Speisezimmer. Oh. Ach doch, ich muss ins Speisezimmer. Oh. Jetzt machen sie einen auf Mr. X oder was? Ach.
wirklich auch eine Dauer zu sein. Gott. Oh. Fremde ekeln mich an. Das Schloss ist Nebengebäude. Okay. Also mit Messer kann man die auch besiegen, aber das dauert eine Weile. Von der anderen Seite verschlossen. Ja, mein Fenster ist, weiß ich ganz genau. Was geht mit der Musik ab, ey? Da kann ich wahrscheinlich eh nicht lernen. Der Lippenstift der Herrin ist unauffindbar. Wer ihn findet, möge ihn im Badezimmer zurückbringen. Er ist eine Spezialanfertigung und sehr wertvoll, die Oberkammerherrin. Also muss ich wohl jetzt einen Lippenstift finden, kann das sein? Hier bin ich auch nicht alleine. Ich höre die Mitreskuh. Zurück zu dem Labyrinth-Ding. Oh, das war hier mal eins. Das ist natürlich die Frage, ob das auch die richtige Kugel für den einen Speicherraum ist. Ein Tag nach der Behandlung. Die drei Mädchen bewegen sich nicht mehr, sie wirken fast wie tot. Aus dem Mund der Ältesten kam ein Insekt geflogen, bei dem es sich um eine gemeine Fliege zu handeln scheint. Zwei Tage seit der Behandlung. Alle drei Körper sind von Fliegen bedeckt. Es scheint, dass die das Fleisch der Mädchen verzehren. Als sich ein Fenster öffnete, fielen ein paar auf Fliegen tot zu Boden. Die Kälte scheint sie erstarren zu lassen. Ich habe umgehend das Fenster geschlossen, um eine weitere Schwächung der Insekten zu vermeiden. Vier Tage seit der Behandlung. Alle drei Körper sind fast vollständig von den Insekten aufgezehrt. Es sind lediglich dunkle, sich windende Kreaturen übrig, die entfernt an menschliche Gestalten erinnern. Es ist jetzt kurz nach Mittag und die Insekten beginnen ihre Farbe zu wechseln. Die im Gesicht werden blass, um die Lippen herum werden sie tiefrot. Sechs Tage seit der Behandlung. Die Masse aus Insekten hat sich im menschlichen Körper zurückverwandelt. Alle drei Mädchen sind aufgewacht und haben mich wie Neugeborene angesehen. Ich spüre die Verbindung zwischen uns, wie Mutter und Töchter. Ich habe bereits Namen für sie. Bella, Daniela und Cassandra. Und eine von den dreien ist schon tot.
noch irgendwas? Nö. Nee. Ich würde jetzt eigentlich gerne nochmal zurück. Ich habe jetzt eine Kugel. Aber ist das denn die richtige Kugel dafür? Das ist die Frage. Hier liegt noch irgendwo was. Ah, Dietrich. Dammit. Ich glaube, die Fenster kann ich nicht kaputt machen. Du gleich wieder Besuch von Lady Dimitrescu, wa? Okay, Klavier spielen. Das war jetzt nicht schwer. Schmiedeeiserner Schlüssel. Damit lässt sich viel öffnen. Liegt mal was. Wissenschaftlicher Name. Größe 5 bis 6 cm. Ähnliche Körperstrukturen wie die vom Schmeißfliegen, wobei sich am Kopf Unterschiede zeigen. Sie sind Fleischfresser und äußerst aggressiv in ihrem Fressverhalten. Auf Beutejagd versprühen sie Pheromone, um sich zu sammeln und die Gestalt eines Menschen zu imitieren. Sie können sich nicht selbst reproduzieren, sondern entstehen, wenn ein Kadu Eier in sein Wirt legt. Sie reagieren empfindlich auf plötzliche Temperaturstürze. Fällt die Temperatur unter 10 Grad, reduziert sich ihr Stoffwechsel auf das absolute Mindestmaß und ihr Körper versteift sich. Man könnte dieses Phänomen vielleicht mit der Kryptobiose bei Bärtierchen oder Polypedilum Wandelplanki vergleichen. Ah ja. Okay. Haben wir noch ein bisschen gelernt über die Fliegen? Und ja, Leute, die Zeit ist rum. Ich würde sagen, das war's mit der vierten Folge von Resident Evil Village. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Doomsday bei DGV. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Haut rein.